Und wie immer, wenn ich das Spiel lade, gibt's erstmal richtig schön Schrott und alles drum und dran. Herzlich willkommen zurück zu Mad Max. Wo bin ich? Wo will ich hin? Ah, hier will ich hin, denke ich. Bisschen Schrottbomben, wie viel Schrott habe ich denn? Ne, ich gucke erstmal nach, wie viel ich überhaupt habe. Boah, ich habe nämlich fast 1500, da können wir die andere Festung bald fertig machen. Gut, dann machen wir das erst... Wo ist mein Auto? Dann machen wir das erstmal nicht. Sondern nehmen uns die Karre hier und ab dafür und überhaupt. So, Gatgashs Gebiet ist fast sicher. Hier sind zwei Minenfelder unterwegs. Ja, dann müssen wir nochmal zurück und unseren Dinky D holen. Kann ja gar nicht wahr sein, dass hier Minen sind. Ich weiß, dass ich jetzt noch keine Belohnung krieg. Fahrzeug gäh. Bocke. Okay. Nehme. Rausfahre. Gut. Let's go rummage, dog. Also dann, werter Köter. Sag mir, wo sie sich verstecken, die Kabummis. Oh, entschuldige Stein, das habe ich nicht gewollt. Ich bremse auch für Steine. Boah, also Minen sehe ich hier keine. Das sieht eher alles recht trostlos aus hier. Aber muss ja nicht heißen, dass es keine gibt, ne? Es muss ja zwei geben, sonst würde das da nicht stehen. Also Hund, belle, sobald du etwas erschnupperst. Wir fahren auch relativ schön, würde ich mal denken. Ist eigentlich eine gute Richtung, die wir hier einschlagen. Wow, shit! Oh! Was war denn jetzt kaputt? Überall und abwärts ging's. Habt ihr das gemerkt? Das war nicht gut. Weil das Auto, das hat eine gute Federung, hä? Das hat nicht mal Schaden bekommen. Aber was ist denn hier jetzt eigentlich los? Ja. Hör mal, zwei Minenfelder und du findest nicht ein einziges. Wertloses Tier. Da wird der Lot schon wieder böse, ne? Ich mag Dinge, solange sie funktionieren, aber wenn sie einmal nicht funktionieren, dann abgegessen hier. Hi. Das ist wie der Buchhalter von dem Mafia-Boss. Ah, mein bester Freund. Ja, tut mir leid, wir haben rote Zahlen. Tötet ihn. Der Griffer. Oh shit, oh shit. Vorsichtig, wo bin ich denn überhaupt jetzt? Gibt es jetzt auch mal ein Minenfeld oder was? Hier gibt es nur wieder Steine, die sich überfahren lassen. Dass die mir aber auch immer in den Weg springen müssen, diese blöden Felsen. Oh, was kommt denn da? Hallo. Oh, die leben ja noch. Oh, entschuldige. Oh, Verzeihung. Boah, lol. Hat da früher schon so viel Blut gespritzt, wenn ich welche überfahren habe? Weil irgendwie sehe ich das gerade zum ersten Mal, dass da Blut rumfetzt. Wo fahre ich denn hier lang? Irgendwohin. Hey, hier gibt's was zu sammeln. Nach sowas. Ödland-Mission. Dieser Suchbereich wird mit einer Ödland-Mission freigeschaltet. Ah, okay. Ich nix darf in le Höhle. Das ist ja mal nett. Na, dann suchen wir halt eben weiter. Nach den Minen, die es hier nicht gibt. Das ist ja auch ein relativ großes Gebiet. Wo soll ich denn da gucken, wo noch Minen sind, Mensch? Das könnt ihr mir doch nicht antun. Ich finde die Dinger doch immer nicht. Mensch, Hund. Du musst auch mal was machen. Belle, zeig sie mir, die Minenfelder. Ich muss auch immer aufpassen, nicht, dass ich das Gebiet dann ungewollt verlasse oder so. Weil ich will ja eigentlich hier die Minenfelder finden. Und mein Hund sagt, nö, es gibt hier nichts. Und der muss das ja eigentlich wissen, ne? So eine wandelnde Bombensuchmaschine. Ich fahre hier kreuz und quer und finde nichts. So langsam könnte doch aber mal was kommen.
Ich fahr mal hier nuff. Komm, Hund, wir gucken hier oben nach Kavunis. Sag mir Bescheid, wenn du welche erschnupperst. Boah, was war das? Ich krieg Angst. So, wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier oben. Oh shit. Oh, oh, oh. So, bin ich jetzt. Jetzt bin ich ja schon hier hinten wieder bei der Festung. Und ich habe noch kein einziges Minenfeld entdeckt. Ist ja auch herzallerliebstes das. Dann gucken wir halt eben weiter hinten. Wo soll man hier denn auch groß Minen verstecken? Ich sehe hier nirgendwo irgendwas, was aussieht wie ein Minenfeld. Und ich bin ja jetzt schon hier im letzten Stück. Die erzählen mir doch einen vom Pferd. You got something? Jetzt hat er was. Ah. Upsala. Habe ich schon eine freigelegt? Ja, eine habe ich. Oh. Es tut mir leid, Hund. Ich habe eine Mine entschärft, indem ich über sie drüber gefahren bin. So, dann nehmen wir uns erstmal die vor. So, 2 von 3. Dann nehmen wir uns noch die vor und dann haben wir das erste Minenfeld schon geklärt. Müssen wir nur noch das andere finden. Wer weiß, wo das ist. Aber das werden wir schon finden. Wir haben bisher alles gefunden, was wir finden wollten. Und ich werde jetzt nicht damit anfangen, Dinge nicht zu finden. Das könnte knicken. Also rein in den Wagen und ab dafür. Wo bin ich denn? Hier hinten. Ich würde mal sagen, wir gucken hier in der Gegend. Weil da waren wir ja noch nicht so groß unterwegs, würde ich mal behaupten. Vielleicht gibt es da ja noch ein Minenfeld. Irgendwo muss es sich ja verstecken. Ansonsten müssen wir vielleicht ein bisschen mehr in die Mitte der Insel hier, der Insel, in die Mitte des Gebiets. Weil wir sind ja jetzt mehr am Außenrand lang gefahren. Und wie man sieht, muss unser Hund ja doch schon relativ nah dran sein, damit er es erschnüffelt. Mal schauen. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir. Da folgen wir einfach mal der Kolonne, die es nicht mehr gibt, weil wir sie beseitigt haben. Schon ansonsten. Wüsste ich jetzt auch nicht so ganz, wie wir das klären wollen. Ich meine, wir suchen auf jeden Fall weiter. Irgendwo muss es sein. Vielleicht doch hier irgendwo mit in der Gegend. LOL! Hui! Ups! Boah, ich überschlag mich nonstop. Warum? Ich wollte nur hier runter. Von überschlagen hat kein Mensch was gesagt. Ich will nämlich Minenfelder finden. Oh, kann das sein? Ich denke eher nicht, sonst hätte er jetzt schon gebellt. Geht mit euch. Bleibt doch mal ein bisschen gechillt. Ich darf doch mal hier hoch, oder? Eieiei. Ja, aber mein Hund, der bellt nicht. Also ist hier hinten Friede, Freude, Eierkuchen. Dann fahren wir jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr in die Mitte. Wo führt denn hier was hin?
In die Mitte führt natürlich überhaupt nichts. Klasse. Ich werde immer richtig nervös, wenn ich Dinge suche, aber nicht finde. Das kann ich gar nicht leiden. Ich will Dinge, die ich suche, auf Anhieb finden, sonst werde ich richtig unruhig. Boah. Ich war das nicht. Aber wir fahren hier die nächste am besten links hoch. Dann habe ich auch keine Ahnung, wo wir langfahren. Also mein freundlicher Hund könnte hier ruhig mal ein bisschen bellen. Ich habe ja ansonsten überhaupt keine Ahnung, wo ich hin soll. Uiuiuiui. Also hier soll ich nochmal nicht hin. Überlebe ich das? Ja. Oh, 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 er hat was. Zeig's mir. Ich hab's gefunden. Hier ist es. Oh, each edge. Eine haben wir schon. Zwei haben wir, drei haben wir. Sehr gut. So, da parke ich hier einfach mal in der Mitte und arbeite mich vor. Die erste. Boah, die Handschuhe sehen aber schon heftig aus. Wer damit eine gelangt kriegt, der hat Schmerzen. Wo sind die anderen alle? Ach, da hinten ist noch eine. Ja, ist gut, du kannst aufhören zu kläffen. Ich weiß, wo sie sind. Mensch. Immer diese Hunde, die nicht wissen, wann sie ruhig sein sollen. Warum ist denn das hier so dunkel? Mach mal die Taschenlampe an hier. Es ist dunkel. Ja, da muss man mal ein bisschen leuchten, du Leuchte. Oh, Herrgott, wenn du nicht gleich ruhig bist. Ich hasse dieses Gejaule. So. Damit dürfte das erste Gebiet vom Gatgesch nämlich schon sauber sein. Frei von Bedrohung, sehr schön. Da haben wir das erste Gebiet wunderbar gereinigt. So, und ich würde jetzt ganz gerne mal gucken in die Werkstatt. Wie ist denn das eigentlich mit diesen Erzengeln? Wie kam ich denn dahin mit F? Ach, die Erzengel, die schalten mir wohl automatisch frei. Wenn wir irgendwelche Sachen freischalten, die wir noch nicht haben. Da müssen wir auch ein paar Top-Dogs für fertig machen, sage ich mal. Wir können hier überall so schöne neue Sachen einbauen, aber ich wollte ja eigentlich Geld sparen, aber jetzt ist schon so viel Geld weg. Und hier können wir uns das letzte kaufen. Da kaufe ich mir das jetzt erstmal. Zack. Was ist denn das? Also am besten gefallen hatte mir immer noch... Wo waren das? Naja, kauf das mal. Boah, damit sehe ich ja mal richtig gefährlich aus. So bleibe ich. Which way? Was für welcher Weg? Es gibt jetzt keinen Weg. 5 Grifferpunkte haben wir. Das sind zwar nicht viele. Aber eventuell kommt da gerade noch einer dazu. Nee, steht immer noch bei 5. Aber 5 ist besser als gar nichts. Da können wir ja gleich noch ein paar Fähigkeiten hier mit anheben. Das wird schon. Upsala. Da bin ich doch tatsächlich wo angeeckt. Oh, Verzeihung. Das ist mir aber unangenehm. Ich parke. Nein, 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 nein. Oh. Das war jetzt knapp, hä? Wie geht's denn dir, Hund? Ah, oh, each. Also wenn ich parke, da ist danach alles Schrott. Und damit meine ich nicht nur das Auto. Ah, seht ihr, wir konnten doch auch irgendwie noch eine neue
hier Schrotflinte mitkaufen für 250. Da haben wir nämlich auch die letzte. Mit 4 Läufen dran. Mein lieber Willi, das gibt Schmerzen. So, schönen guten Tag, ich bin da. Hi. You approach different. Am I now your friend? No friends. Allies, maybe. Never friends. Are you afraid I'll die? That some unseen, malevolent power butchers anyone you draw near? No friends. They only mean trouble. That which is broken can be mended by love only. Oh, Liebe! Da kommt wieder das Sandmannpulver hier. Oh, guckt mal, wir haben maximale Lebensenergie. Oh, guckt mal, maximale Legendenstufe. Was können wir noch maximal machen? Schrott können wir maximal machen. Munition maximal. Länger im Wutmodus bleiben maximal. Das ist doch schön. So, darf ich aufstehen? Danke. Hui, nee, hier will ich nicht lang. So, ich futter mir mal schon mal mein schönes Auto an. Gut, das hat jetzt nicht unbedingt funktioniert. Probieren wir es nochmal. Es hat jetzt genauso wenig funktioniert. Fantastisch. Ich will doch nur mein Auto haben. Was ist denn daran so schlimm? Bring mir mein... Ah! Boah, ich steck fest. Ui. Hast mir mein schickes Auto gebracht. Danke. Gut, was machen wir? Hier gibt's noch irgendwas, das machen wir. Mit Abkürzung natürlich. Like a... LOL. Hier geht's aber abwärts. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, was? Jumpy Jump. Zack. Wusch. Jetzt habe ich auch schon wieder meinen halben Schrott ausgegeben, ne? Da können wir schon wieder nicht dieses Lager fertig machen da. Da brauche ich ja 1500 Schrott für. Ach, kreicht hier nicht so rum, sonst gibt es eine ran. Ich glaube ja wohl, es hackt. Hier arme... Oh, 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 da ist ein Schnippermann. Weil ich den Schnipper schnippern kann, ist er jetzt ein Schnippermann. It's gone. Sag mal, ist das irgendein Lager hier? Ist ja heftig, was hier abgeht. Also was immer hier ist, es ist lustig. So, kümmer du dich mal ums Auto. Ich gucke inzwischen, wo der Kollege ist. Der müsste ja hier ganz in der Nähe sein. Dann gucke ich mal wegen Schrott. Hallo. Ich muss mit dir reden. Ah. Stand. I am armed. Wait. It's you. Warrior who brought on the deification unjust fleck of Speck Dimrim. The way you went at it, you made it look like dragons fighting across the land. Und deshalb kriege ich jetzt Schrott, das ist aber nett. 50 Schrott. Haut bloß ab, sonst gibt's Ärger, hä? Schon, zeig's mir. Zeig's mir. Zeig mir dein Fass. Oh shit. Ah, 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 ah. Peter ist unter die Räder gekommen. Mit dem Scheiß hat er nicht gerechnet. Da habe ich ihn doch noch weggepustet. Ja,
Er hat sogar Schrott dabei, hä? Na dann gib mal her. Oh, oh, oh. Ich war das nicht. So, an das andere Schrottzeug komme ich jetzt nicht ran. Ich kann mir ja hier noch einen kleinen Lümmel mitnehmen. So viel Schrott ist das ja eh nicht. Gut, steigen wir ein. Das ist tatsächlich ein Lager, du. Na, dann wisst ihr ja, was wir uns beim nächsten Mal vornehmen. Nämlich dieses hübsche Lager hier. Das machen wir richtig platt, Leute. Tschüssi.